Servus. Ich mache das Intro gerade quasi nachgedreht, also ich, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mal wieder nach langer Zeit ein OmnitV-Video. Ich war ja sehr, sehr lange nicht mehr auf der Plattform, weder privat noch beruflich. Aber ich dachte mir, komm, kann man ja mal machen, weil jetzt derzeit ein bisschen schwierig war, auch streettechnisch, dass da nicht so viel online kam. Da dachte ich, besser als gar nichts, dass man vielleicht mal auch sowas hat. Und ich muss echt sagen, OmnitV, Digga, für Abwechslungsvideos, top. Waren verrückte Menschen da, etwas andere Menschen waren auch da. Alter, endlich mal jemand normal, ne? Weil ich habe mich die ganze Zeit mit Leuten unterhalten wollen, aber es waren dann auch lauter Leute, die sich nicht gezeigt haben, Maske getragen haben, was weiß ich was. Deswegen endlich mal schön, jemanden zu finden, der mal normal ist. Fuck! Junge Idioten, Alter. Ich schwör's dir, die haben an der Kamera gekuschelt wie sonst was. Ich wollte eigentlich noch so tun, so als würde ich auf irgendeine komische Frage antworten, dass sie wirklich denken, dass ich fake bin, ne? Aber Bruder, der Typ hat die Kamera kaputt gemacht, die arme Webcam. Hallo. Hallo? Der muss tun. Scheiße. Ey, nicht so ein Ausdruck hier. Hör dich nicht. Hallo. Du Idiot! Hi. Wie alt bist du? 10. Alter, das melde ich der Polizei. Die Plattform ist erst ab 16, das weißt du, ne? Wie heißt du? Janik. Janik, was machst du hier auf der Plattform? Was soll ich machen? Nee, was machst du hier auf der Plattform? Junge, lass uns nicht anfangen mit der Sklavenscheiß mit, was soll ich machen? Was machst du hier auf der Plattform? Mit Leuten reden. Weißt du, was Zivilpolizisten sind? Ja. Weißt du, was das ist? Ja. Da bringt es auch nicht, wenn du die Helligkeit runter machst. Ich hab dein Gesicht und es ist auch auf Aufnahme. Janik? Ey, der hat so Angst gehabt. Faller Jassik. Bruder, ich hab ihn sein ganzes Leben zerstört, Digga. Junge, der wird Albträume bekommen heute. Ey! Aua. Hallo? Ist Danny so gut, aber der Fake, oder? Wer ist das? Nee, ich trinke gerade nicht. Nee. Mir geht's auch gut, dankeschön. Nein, bist du der Echte? Ich komme aus Hamburg. Nein, ist nice. Er ist Fake, Mann. Ja, guck, er geht weg und jetzt kommt ein anderer. Er ist Fake. Jumpscare, Digga. Ah, ich hab Angst. Halt, stopp, ich hab Angst. Ich hab Angst. Halt, stopp. Hab meine Tücher vergessen, sorry. Richtig Fake. Vielleicht ist der auch der Richtige und der wartet nur, bis das wir skippen, weißt du? Sag doch mal, ob er echter ist. Ey, bist du der Echte? Ja, ich hab damals Fußball gespielt. Kennst du ihn nicht? Ey, ich bin kurz davor, auf deinem Handy Schach zu spielen, ne? Was ist das für eine Hülle? Das Einzige, was mich stört bei Om ist, ich habe einfach so perfekte Qualität, perfektes Mikrofon und die anderen Leute mit Handy und haben einfach scheiß Mikrofon. Aber ich habe noch keinen gesehen, der die Hose runtergezogen hat, ne? Soll ich das einfach machen? Komm, bitte, wir seine Zigarette halt um. Weil er hält es einfach wie, als wäre das so ein Dings-Pokal, Digga, den er Turnier gewonnen hat. Was geht, Mädels? Was habt ihr so einen traurigen Blick drauf, Alter? Heute ist doch ein schöner Tag. Regnet's bei euch? Wie geht's? Ey, die Rechte ist ja richtig abgefuckt. Die hat ja richtig Berufsstress, Alter. Ja, so siehst du auch aus. Wenn das jeder sagt, dann musst du was dran ändern. Nee, sorry, das war mir zu fake. Hör auf, warte, chill. Hi. Ja, Hobbys habe ich nicht so viele. Ich spiele Fußball ab und zu, aber sonst eigentlich nicht so viel. Der ist nicht. Ich weiß es nicht. Nimmst du das gerade auf? Hamburg, du? Bei dem weiß man eben nicht, ob das real ist oder ob das Game. Boah, ihr weißt, was wir jetzt versuchen? Das Ding ist, wir sind natürlich auf der Plattform bei 160.000 Leuten immer welche dabei, die mich erkennen, ne? Ich versuche mich jetzt so zu kleiden, dass sie mich nicht erkennen. Ich mach diesen PNL-Haarschnitt, so diese Haare nach hinten. Weil das Ding ist, so werden die mich safe erkennen, ja? Boah, wenn ich so anfange zu reden, erkennen die mich sowieso. Dennison! Ah, Dennison! Bitte, warte! Ey, Walla, ich wollte gerade so tun, als wäre ich fake, ne? Aber jetzt habt ihr mich zum Lachen gebracht, Jungs, Digga. Wer bist du eigentlich? Das ist Dennison. Bruder, ich bin eigentlich U19-Spieler, aber ich mache auch ein paar YouTube-Videos. Oh, es sind ja echt komische Leute unterwegs. Ich habe aber noch keinen gesehen, der irgendwie die Hand in der Hose hatte, ne? Bis jetzt war alles clean. Ich habe schon überlegt, ob ich den Ruf wieder herhole, Bruder, und einfach die Hose ausziehe. Dead Spickle auch schon gesehen gehabt. Das ist der Unterschied zwischen mir und Dead Spickle, Digga. Ich mach's für die Videos, er macht's privat. Aber hier sind schon echt stabil. Digga, ohne Spaß, hier sind auf jeden Fall chillige Leute drauf auf der Plattform. Mit denen kann man sich unterhalten. Und es gibt hier auch verrückte Leute. Und das ist genau diese Zielgruppe, die ich brauche. Ha. Eklig. Ey, Bro, kannst du das rote Licht ausmachen? Dennis, um was geht? Alter, Yunus Amiri. Bruder, ich dachte, du wärst im Urlaub. Einfach im Urlaub und Vater macht Statements, ey, Junge. Sag mal. Alter, wenn die mich jetzt so erkennen, Junge, ich sehe aus wie Hitman. Nur ohne Glatze. Wo hast du Herpes da unten? Ja, ja. Einfach ein Bruder von mir, Digga. Ist das fake? Warte, wie eine Katze, guckt er mich an, Digga. Jo. Ey, ich will unbedingt diese älteren Typen, ne? Bro, ich will einmal mit dem reden, Bruder. Ohne, dass er die Hand in der Tasche hat. Rapper. Wollt ihr was hören? Ja. Ich wollte sie skippen, Junge. Wir haben eins gemeinsam, wir haben beide eine Brille, ne? Anscheinend. Was ist denn der Unterschied zwischen unseren zwei Brillen? Na, du hast eine Sonnenbrille und ich habe eine normale Brille. Warte. Bitte? Was machst du da? Bruder, du bist ganz gewaltig gerade was am machen. Was machst du da gerade?
Oh, nee. Okay. Mach ich, danke. Skip, ich skip jetzt für uns einfach. Ja. Für dich. Ja. Ich skip jetzt. Mach. Ich mach das jetzt. Mach. Ich skip uns jetzt weg. Ja, ich war auch gestern da. Jetzt bin ich Frau für dich. Geht's dir nicht gut? Doch, danke. Ich dachte, ich frag mal nach, weil ich sehe das eigentlich relativ schnell, wenn es jemandem gut oder schlecht geht. Und du sahst mir gerade so danach aus, dass du vielleicht mal ein Gespräch brauchst. Ach so, nee, alles gut. Echt? Okay. Ja, danke. Nee, wirklich, also ich meine das wirklich ernst, ne? Danke. Die Augenringe und so, ich wenig Schlaf, ne? Was hält dich denn wach? Ich schlafe. Glaube ich dir nicht. Ich leg jetzt kurz auf, ich bin gleich wieder da, okay? Ich komm gleich, warte ganz kurz. Wie schaut es denn aus? Schaffst du es heute noch? Wie, du gehst ans Fenster? Ich weiß auch nicht, woher die Zigarette gerade herkam. Wie, hast du eine Beulerei heute? Auf der linken Seite hast du ein blaues Auge? Digga, so ein Foto, ohne Spaß. Was geht bei dir, alles gut? Ja. Das war's. Welche Folge bist du, Bruder? Das ist der Professor. Hast du schon geguckt? Oder soll ich spoilern? Der Professor stirbt in der zweiten Folge. Bro, leg dich wieder hin, du Schlafwandelst. Was ist denn das schon wieder für ein Gesicht? Kannst du nicht den Kopf in den Sand stecken? Es wird doch alles wieder gut. Brille richten und weiter geht's. Der hat sich leider nicht helfen lassen. Hallo? Ich schwöre auf alles, ich werde das so lange jetzt weiter durchziehen, bis ich irgendwann mal einen Typen so plus 60, plus 65 habe, mit dem spreche und ihn einfach mal frage, so, was er macht. Mich interessiert das, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Mädchen sitzen würde, wie die sich unterhalten. Oh, Dennis! Warum beleidigst du, Digga? Holt mir mal den rein, der beleidigt hat gerade. Komm her, Mann, komm her. So wie du die Töne gespielt hast, zeigst du dich jetzt. Stell mal die Kamera da nochmal auf. Guck mal hier, Bruder, warte. Zeig mir mal jetzt den Kollegen einmal. Ich will ihn einfach nur mal sehen. Der schämt sich, der hat Eierflattern, Bruder. Aber als der so meint, hat er sich nicht geschämt. Hol ihn mal hierher. Wir machen Rap am Mittwoch. Bruder, das sehe ich. Bin ich mal sauer auf ihn. Er soll sich nur hinsetzen. Ich will sehen, wie er aussieht. Bruder, Walla, ich bin nicht sauer auf dich. Setz dich doch mal dahin jetzt. Ich will nur mit ihm reden, Bruder. Nur ganz kurz. Weil ich... Angst, dass du ein Video machst. Er hat Angst. Der mit dem Ball, du hast Baba-Trainingsanzug, Digga. Danke, Bro. Walla, das ist auch das Beste. Das Ding ist, ich bin solchen Leuten nicht mal böse. Weißt du, ich meine, ich will einfach nur mit den Leuten sprechen. Warum? Ich meine, einfach dieses Warum. Ich will dir einfach nur fragen, warum. Am Ende des Tages, die meisten Leute, die so welche Töne spucken, sind die Leute, die dann quasi dir den Rücken kehren und sich eine weiße Decke aufsetzen. Boah, warte, ich habe eine Idee. Ich hoffe, das klappt. Wir brauchen die Aufmerksamkeit von den alten Rentnern. Hallo, wie geht's dir? Was ist die Malzi? Bip, bip. Das ist der Knopf.